Franziskus Lubecus, Chronist der Stadt, 1565 bis 1576, Paulinerstraße 10 bis 12. Franziskus Lubecus. Franziskus Lubecus, geboren am 31. Oktober 1533 in Göttingen, gestorben 1595 in Göttingen, eigentlich Franz Lübeck, war Chronist der Stadt. Im Jahre 1553 schrieb sich der 20-jährige Lubecus in der Universität Wittenberg ein. Damals lehrte dort der berühmte Humanist und Reformator Philipp Melanchthon. Anschließend wirkte er kurzfristig als Lehrer in Hannover-Schmünden. Er wechselte aber bald darauf in die geistliche Laufbahn und war von 1558 bis 1565 Pfarrer in Uslar. Später wurde er zweiter Pfarrer an der Johanneskirche in Göttingen. Dort wirkte er 10 Jahre und ging darauf für 8 Jahre nach Northeim. Danach kehrte er nach Göttingen zurück. Er trat allerdings schon kurz darauf, 1587, eine Pfarrstelle in dem damals hessischen Höckelheim an. Lubecus verfasste 2 große Geschichtswerke, die Braunschweig-Lüneburgsche Chronik und die Göttinger Annalen. Als Autor der Annalen wurde er zum ersten Göttinger Stadtgeschichtsschreiber. Er bezog seine Informationen für die Darstellung früherer Zeiten aus zeitgenössischen Chroniken anderer Städte und aus weit verbreiteten mittelalterlichen Werken. Auch zog er die Aufzeichnungen des Göttinger Bürgers Johannes Rivesoldt aus den Jahren 1444 bis 1504 heran. Lubecus' Darstellung ist zwar nicht immer zuverlässig, seine Werke gelten heute jedoch als unschätzbare Quelle für die Göttinger Stadtgeschichtsforschung.